Hallo und herzlich willkommen hier auf Spielhaus zur LS22 Vorstellung. Ich möchte euch heute die drei Startkarten vorstellen, die hier im LS22 mitgeliefert werden. Und es ist einmal die Elmkrieg, eine amerikanische. Es ist die O'Belleron, eine französische Karte und eine Schweizer Karte, die Erlengrad, bekannter als dem LS19, dort als DLC verfügbar. Und wir werden uns alle Karten Stück für Stück anschauen und kurz erklären, vielleicht auch das ein oder andere kleine Gimmick da drinne finden und vielleicht auch lösen, worum es oder womit es da auf sich hat, dass dies vorhanden ist. Eventuell. Gut, da würde ich sagen, wir springen einfach mal rein. Die Karte hat geladen und ihr habt als erstes die Möglichkeit, euch einen Charakter zu erstellen. Und wir machen da nicht viel Federlesen, wir nehmen da einfach mal den Standard Mitarbeiter oder wie gesagt den Standard Typen. So, wir machen ein bisschen aus ihm einen wirklichen Amerikaner mit typischer Cowboy-Ausrüstung und dann geht es auch los. Diese Brillen, das ist natürlich alles gut und schön, aber das ist eher was für die GIs, sag ich mal. Mir gefällt persönlich die ganz gut, weil sie einen Rundumschutz auch an den Seiten des Auges gibt für Wind und Wetter. So kann man zum Beispiel auch beim Holzsägen oder so vielleicht nehmen, keine Ahnung. Aber wir machen aus dem mal einen schlauen Typen hier und ja, dann starten wir einfach mal. Das Tutorial überspringen wir und ich würde sagen, wir fangen an mit unserem Hof. Das ist euer Starthof hier. Mit amerikanischer Flagge, die darf auf keinen Fall fehlen bei einer amerikanischen Map. Ja, dann ist es halt so. Ihr habt hier, zu den Fahrzeugen komme ich später, erstmal hier einen schönen Unterstand, wo ihr auch nach oben gehen könnt. Das machen wir gleich mal als erstes. Dann habt ihr hier die Möglichkeit, ja, wir sehen Bäume und ein bisschen Feld, aber alles gut. Und hier ist sogar ein Vogel. Häuschen, nicht schlecht. Ja, und dann habt ihr natürlich hier die Möglichkeit, hier oben euch zu bewegen. Mit Lagerfläche sieht es wohl eher etwas mau aus, sage ich mal. Aber dann ist das halt so. Okay, dann habt ihr als nächstes hier diese Wartungsschächte, wo ihr lang gehen könnt. Ich habe das schon mal getestet und hatte die Leiter versucht, ein bisschen rüberzustellen. Irgendwie ist die dann weggepackt und so wie jetzt und war dann in der Wand verschwunden. Ja, so viel dazu. Und hier könnt ihr natürlich dann auch am Unterboden eure Fahrzeuge Ölwechsel machen oder sonstige Beschädigungen entfernen, wenn ihr das wollt. Inwiefern diese hier eine Reparaturfunktion hat, mag ich bezweifeln, weil ich sehe keinen Button dafür. Dann haben wir hier das Silo. Ein wunderschönes Silo. Hier könnt ihr abladen und auch aufladen eure Produkte. So, wie gesagt, da oben steht unser Deutz-Fahr-Mähdrescher. Der fährt 10 Stundenkilometer Arbeitsgeschwindigkeit, kommt aber auf dem Feld bedeutend schneller rüber. Das muss ich sagen. Und der Tank ist immens. Also der ist wirklich gigantisch. Das ist nicht zu vergleichen mit einem LS19. Hier war unser Pickup hier drüben. Und hier natürlich unser Wagen für das Schneidwerk. Ja, und ich würde sagen, das ist hier unsere schöne Scheune. Typisch amerikanisch. Und wir gehen mal durch den Keller rein. Denn wie gesagt, das hat bis jetzt noch keiner gezeigt von den größeren YouTubern, dass ihr hier natürlich auch, kann man das hier bewegen? Ah, wir können hier puzzeln. Und wenn wir hier zu Ende gepuzzelt haben, was ist dann? Ich glaube, ich muss, kann ich mich hier bewegen? Ich muss mich mal hier bewegen. Wow. So geht's nicht. Vielleicht so. Was passiert, wenn ich das hier einfüge? Jetzt. Na? Ja. Okay. Also man kann sich hier nicht ganz wirklich gut bewegen. Das muss man mal in der Ruhe machen und könnt ihr das selber ausprobieren. Vielleicht bringt das was, vielleicht gibt es da ein Achievement. Und das ist wie gesagt hier der Keller. Da könnt ihr natürlich gerne was einlagern. Hier kommt man auch mit einem kleinen Kompaktlader, kommt man bestimmt hier rein und kann hier vielleicht ein paar Ballen oder irgendwas ablegen. Oder wenn ihr in Wein macht oder ähnliches oder Saatgut, was auch immer. Hier kann man was unterstellen. Natürlich könnt ihr hier auch kleinere Geräte einfach nur reinstellen. Das ist auch möglich. Dann kommt ihr hier natürlich hier raus in eure Scheune, sage ich mal. Und hier könnt ihr natürlich auch wieder gerne was einlagern, sofern ihr das möchtet. Und hier könnt ihr natürlich auch nach oben gehen. Ich hänge gerade hier fest. Das liegt wahrscheinlich am dicken Bauch.
vielleicht auch an was anderen. Okay, dann könnt ihr es hier öffnen. Und echt, echt schick. Kann man nicht anders sagen. Echt schick. Hier ist natürlich mit Lagermöglichkeiten vielleicht ein bisschen kompliziert, vielleicht ein bisschen schwierig, aber nichts ist unmöglich für den, der es will. Na? So. Und natürlich könnt ihr auch hier noch nach oben gehen und auch gerne hier drüber ganz nach hinten und einmal den Blick aus dem Fenster wagen. Hey, ist mein Grundstück. Nee, hier läuft ein öffentlicher Weg lang. Hier habt ihr auch immer wieder Leute, die hier langlaufen. Und ja, dann ist das einfach mal so. Und wir springen einfach mal ganz runter. So, dann haben wir hier hinten noch ein Feld, was uns gehört. Und ein Jundier mit einem Pflug und einem Gewicht. Das ist ein älteres Modell. Aber ja, macht trotzdem seine Arbeit. Das Gebäude gehört auch noch hier zu unserem Grundstück, aber es ist ohne Funktion. Auch dieser Wasserspender hier ist nicht mit Funktion versehen. Und das ist dann hier die Grenze, dieser kleine Fluss. Ansonsten habt ihr hier links um die Ecke noch einen Massey Ferguson stehen als Startobjekt. Sehr kräftiges Modell mit einem Welder oder Welger Ladewagen. Hier Anhänger, nicht Ladewagen, Entschuldigung. Und der ist, ja, damit könnt ihr alles Mögliche transportieren. Ist halt dann euer Trailer. Und hier, wie gesagt, hier ist der öffentliche Weg, obwohl es eigentlich unser Grundstück mehr oder weniger sein müsste. Ja, das ist auch niedlich irgendwie. Ja, und dann haben wir hier noch einen zweiten John Deere mit Gewicht, mit Saatmaschine. Und das ist erstmal das, was euer Fuhrpark ist. Und das letzte Gebäude hier auf eurem Grundstück ist hier euer Wasserspender. Wenn ihr hier ranfahrt und Wasser abtanken wollt, für eure Tiere zum Beispiel oder für eure Fabrik, kostet euch das Geld. Wer meine Let's Plays kennt, der weiß, ich bin ein großer Freund, wenn Wasser Geld kostet. Und das ist wirklich eine feine Sache hier. Wenn ihr 10.000 Liter hier raustankt, dann bezahlt ihr dafür 1.000 Euro, Dollar, Pfund, was auch immer ihr für eine Währung eingestellt habt. Es ist also 10 Cent kostet der Liter. Fand ich immer einen reellen Preis, so habe ich es auch immer bei mir gespielt, wenn ich Wasser irgendwo getankt habe. In den meisten Projekten war das so. Außer es passte nicht zum Projekt. Und dann ist es so. Ich finde das wirklich eine gute Sache und ich finde gut, dass Wasser Geld kostet. Ihr werdet sehen, auch Tiere bringen viel Geld. Da kann man auch mal gerne was fürs Wasser bezahlen. Auch wenn es mal 10 oder 20.000 Euro für den ersten Kuhstall sind, den man da vielleicht voll macht oder die Schweine, was auch immer. Aber das lohnt sich auf jeden Fall. Gut, dann haben wir hier als nächstes unsere Karte. Und da würde ich sagen, wir tun das mal ganz kurz durchgehen, wenn wir schon das Display hier offen haben. Und zwar fangen wir hier an mit den Früchten. Wir haben also, wie gesagt, diverse Früchte: Weizen, Gerste, Raps, Hafer, Mais, Sonnenblume, Soja, Kartoffeln, Zuckerrüben, Zuckerrohr, Baumwolle, Sorghumhirse, Trauben, Oliven, Papeln und Gras und Ölrettich. Das sind die Früchte, die ihr habt. Ihr seht es halt auch anhand der farblichen Markierung, was hier was ist, ne? Das könnt ihr dann rausfinden, wenn ihr ein spezielles Feld kaufen wollt. Dann haben wir hier Wachstumsrate oder Wachstum auf dem Felde, wie der Zustand ist. Stoppelsturz ist dazugekommen. Stoppelsturz bedeutet ganz einfach, dort ist zum Beispiel beim Mais ist es abgeerntet und die Stoppeln sind noch da. Dafür gibt es eine spezielle Maschine, womit ihr das bearbeiten könnt. Die bringt euch 5% mehr Ertrag bei der nächsten Ernte. Na, so viel mal dazu. Dann habt ihr Kruppern gepflügt. Na, dann haben wir Saatbeet. Das ist einfach, wenn ihr hier mit der Maschine drüber fahrt, ganz am Anfang. Und dann ist die erste, habt ihr das Saat ausgebracht, ist das dann die Markierung. Wenn es dann im Wachstum ist, habt ihr dann wieder die normalen grünen Markierungen hier. Na, wie das so sein soll in den verschiedenen Stufen, das sind noch ziemlich viele, das hat ganz schön gejunkt. Und erntereif ist erntereif, es gibt nur noch ein erntereif. Ja, abgeerntet, ganz klar, da seid ihr fertig mit dem Feld. Und das haben wir momentan, glaube ich, nicht hier zur Verfügung. Kraut entfernen, Rüben und Kartoffeln, da ist das Feld dann rot, könnt ihr mit dem Dings drüber fahren, mit dem Krautschläger oder mit Fertigmaschinen, die das vorne mit automatisch machen und dann läuft das. Natürlich, wenn ihr es so einstellt, dass die Felder auch die Frucht verderben kann, dann werden eure Felder auch irgendwann braun werden und dann habt ihr gar nichts mehr von dem Feld. Dann könnt ihr alles untergrubbern oder was auch immer und dann ist es so. Okay, das wäre erstmal das. Dann kommen wir weiter hier im Text, denn wir haben ja natürlich auch hier die ganzen Bodensachen. Und ihr seht schon, ja, da muss Giants nochmal ran. Auch die Autobahn muss gepflügt werden. Also das wird sich dann nochmal ändern. Und natürlich ist das beim Kalk dasselbe. Die Masken stimmen also da noch nicht überein. Beim Unkraut passt es.
Und bei den Düngestufen passt es auch, wie ihr seht. Ne? Da ist also der Unterschied klar und deutlich zu sehen. Gut, das wird, denke ich, in dem nächsten Update mit passieren. Vielleicht schon in den nächsten Tagen. So, dann habt ihr natürlich hier die Möglichkeit, eure ganzen Fahrzeuge und die ganzen Icons auf der Karte rauszunehmen und speziell nach irgendetwas zu suchen. Wir werden das jetzt auch mal machen, um das einfach ein bisschen deutlicher zu machen, die ganzen Hotspots auf der Karte. Und ich würde sagen, wir fangen mit Abladestationen an. Also überall, wo ihr etwas verkaufen könnt. Und da werden wir gleich mal beim Zug anfangen. Der Zug ist eine ganz feine Sache. Ihr stellt euch zum Beispiel hier hin. Oder ihr stellt euch irgendwo hier hin und da könnt ihr den Zug rufen. Da gibt es da so ein Ausrufezeichen, da könnt ihr den Zug rufen, aber das kostet Geld. Zug zu benutzen kostet Geld. Wenn ihr jetzt zum Beispiel seht, ihr öffnet F1-Menü und drückt da drauf, beziehungsweise bevor ihr drauf drückt, müsstet ihr sehen, dass der Zug zum Beispiel noch einen Kilometer entfernt ist. Da könnt ihr ganz beruhigt drauf drücken, bis der da ist. Das dauert ungefähr 30 Sekunden, Pi mal Daumen, und kostet euch 15 Euro. Denn sobald ihr drauf drückt, kostet es euch ab dieser Sekunde schon Geld. Der Zug kostet einfach Geld. Aber er kostet nicht die Welt, er kostet eine Kleinigkeit. Gegenüber das, was er euch bringt an höheren Ertrag, auf alle Fälle, wenn ihr dort einen guten Preis habt. Ich werde das gleich mal im Detail sagen. Also ihr steht jetzt hier, drückt hier drauf, der Zug ist 1 Kilometer weg, bis der hier da ist, bis ihr hier einsteigen könnt. Vergeht ungefähr eine halbe Minute und kostet euch 15 Euro allein bis dahin. Wenn ihr müsst aber, wie gesagt, ihr bezahlt erst, wenn ihr den Zug wieder abgebt. Ne? Solange der Zug für euch fährt, kostet es Geld. Dann fahrt ihr hier ran. Ne? Hier habt ihr die Überladestation, hier fahrt ihr mit eurem Fahrzeug ganz einfach ran. Kippt hier ab. Ja, dann geht es hier in die Verladestation, so wie auch hier gehabt, wie immer. Das übrigens mal merken, das sind so kleine Gimmicks auf der Karte. Da kommen wir später noch dazu. Und dann geht er hier auf das und hier wird es dann, wie gesagt, übergeladen in den Zug, wenn ihr hier drunter gefahren seid. Ja, da vorne ist das Symbol, ich weiß nicht, ob ihr es seht. Da, genau jetzt im Kreis drin, da ist das Symbol, dort hält der Zug an, fährt hierher. Und hier könnt ihr überladen, in den richtigen Waggon das Richtige einfüllen und schon habt ihr es. Ne? Genauso könnt ihr aber auch hier ausladen, wenn ihr hier, weiß ich nicht, das als Aufbewahrung nehmt, denn da soll hier 10 Stunden hin und her fahren, dann kostet euch das einen Haufen Geld, aber naja, wie auch immer, ist vielleicht eine blödsinnige Sache, das so zu machen. Okay, habt ihr vollgeladen, dann gebt ihr Vollgas, fahrt hier vor, hier könnt ihr vielleicht auch nochmal anhalten und nochmal was dazuladen, vielleicht habt ihr von der Seite hier oder von der Form irgendwas hier mit eingeladen. Und dann fahrt ihr hier ran und ans Kartenende, wie das immer war. Und dann heißt es, soll verkauft werden oder nicht. Und dann drückt ihr einfach ja oder nein und dann ist es so. Wenn ihr nicht verkauft, kommt der Zug hier wieder und ihr habt die Kosten die ganze Zeit an der Backe. Ja. Das mal so nebenbei. Einfach verkaufen und gut ist. Wie gesagt, der Mehrertrag lohnt sich. Und wenn ihr hier einsteigt und ein bisschen Vorfahrt mit beladen, sage ich mal, normale Beladung von, weiß ich nicht, 2, 3 Hängern, seid ihr bei unter 50 Euro, bis ihr das hier wieder verlasst. Also es ist wirklich nicht der Rede wert, aber es kostet eben Geld. Gut, des Weiteren habt ihr hier zum Beispiel den Steinbrecher. Wenn ihr auf dem Feld, wir haben ja jetzt das, wenn ihr pflügt oder grubbert oder das Feld bearbeitet, kommen ja Steine zum Vorschein. Ihr habt zwei Möglichkeiten, ihr nehmt ein Gerät und sammelt die Steine ein. Werft ihr euch auf den Hof hin und verladet die irgendwann mal, wenn ihr da 10 Tonnen habt, in den LKW und bringt das hierher. Und der Steinbrecher gibt euch dafür Geld. Es ist nicht viel, aber es ist ein nettes Sümmchen, was unter Umständen da rumkommt. Es hilft wirtschaften vielleicht. Na? Wenn ihr das nicht wollt, dann nehmt einfach eine Walze und drückt die Steine wieder in den Boden. Wer das nicht einsammeln will. Aber ja, das muss jeder für sich entscheiden, wie er es macht. Ihr habt hier 12 Verkaufspunkte unterschiedlichster Art. Wie zum Beispiel hier ein Viehhändler, da könnt ihr eure Tiere verkaufen, was auch immer. Hier normale Produkte, die werden hier weiterverarbeitet oder verkauft, wie auch immer. Das ist aber dann spielintern. Und dann natürlich hier zum Beispiel das Biomasse-Energiewerk. Da könnt ihr Stroh hinbringen, da könnt ihr Hackschnitzel hinbringen, Baumstämme, glaube ich auch. Und dann ist es das. Ja. Hier könnt ihr wieder diverse andere Dinge verkaufen und das seht ihr aber auch dann alles im Verkaufsmenü. So, das wäre erstmal das. Dann kommen wir zu den Ladestationen. Ladestationen haben wir 4 Stück auf der Karte und die beinhalten einfach hier zum Beispiel beim Sägewerk ist das Nebenprodukt Hackschnitzel. Könnt ihr also Hackschnitzel abholen? Wenn ihr das Sägewerk gekauft habt, könnt ihr das dann dort aufladen und verkaufen oder vielleicht für eine andere Industrie verwenden. Vielleicht gibt es auch mal einen Mod, der Hackschnitzel benötigt, dann wäre das natürlich äußerst ideal.
Natürlich Tankstelle, könnt ihr Treibstoff aufnehmen, euer Wassertank auf dem Hof, da könnt ihr natürlich Wasser tanken, ganz klar. Und hier haben wir eine Kalkstation. Ist die einzige Kalkstation, sie ist, naja, ob sie jetzt zentral ist, möchte ich mal bestreiten, aber sie ist nicht allzu weit weg von uns, wenn wir den Hof hier nehmen. So, und damit hätten wir auch das schon. Dann kommen wir zu den Produktionen, zu den Industrieanlagen. Und da haben wir hier auf der Karte 10 Stück. Na, ihr habt hier oben Getreidemühle, ihr habt hier das Sägewerk, ihr habt hier die Spinnerei. Wir haben hier die Molkerei, hier die Müslifabrik, wir haben hier die Schreinerei, die Bäckerei. Hier kommt was Schönes, die Biogasanlage, das wird viele von euch interessieren, ist aber das teuerste Objekt mit 1,5 Millionen im Ankauf. Also da müsst ihr 1,5 Millionen hinlegen, um die zu kaufen. Ich bin aber überzeugt, die ist vom Ertrag her auch richtig gut. Aber ja, ich kann sie leider nicht aufrufen, weil ich habe nicht genug Geld. Und deswegen müssen wir da warten. Dann habt ihr die Ölmühle. Öl ist auch ein sehr gutes Geschäft. Rapsöl, Sonnenblumenöl, Olivenöl, da geht hier eine ganze Menge. Und hier haben wir da unten noch die Traubenverarbeitung. Da könnt ihr Rosinen machen und Traubenmost oder Traubenwein. Der wird dann, glaube ich, nicht weiter verarbeitet. Ich glaube, das ist dann Endprodukt. Die Rosinen könnt ihr hier ins Müsli mit reinhauen. Und den Traubensaft, sage ich mal, den könnt ihr hier verkaufen. Zum Beispiel vielleicht beim Einkaufszentrum. Keine Ahnung. Das müsst ihr dann sehen, wo das angenommen wird. Das seht ihr ja dann in der Verkaufsstatistik, wo der beste Preis dafür ist. Und das fahrt ihr dann einfach dorthin. So, und da haben wir nämlich auch schon das erledigt. Und ich würde aber trotzdem nochmal, um das euch zu verdeutlichen, hier runtergehen. Ich gehe nochmal ganz kurz ins Menü und wir schauen mal, ob wir ein bisschen Geld aufnehmen können. Dann muss ich jetzt nichts verkaufen hier von dem Hof. Und ich nehme einfach mal eine kleine Summe auf. Dann gehen wir hier, wie gesagt, zurück. Und ihr seht, wir sind jetzt hier bei der Ölmühle. Hier fahrt ihr euer Raps zum Beispiel heran. Dann, wenn ihr das gekauft habt, wird es verarbeitet. Und hier in diesem Feld spawnen dann die Paletten mit Rapsöl, Sonnenblumenöl oder Olivenöl, je nachdem, was ihr angeliefert habt. Kaufen würde das Ganze einfach hier bei diesem Icon. 80.000 wollen sie haben. Und damit ist das euers. Ja, und jetzt seht ihr auch, wenn ihr euch hier auf dem Gelände befindet, dass es als euer angezeigt wird und dass alles leer ist. Und da gehen wir auch gleich mal in das Menü für die Industrieanlagen, für die Produktion. Alles, was ihr gekauft habt, erscheint hier in den Produktionsketten. Da sind dann, wie gesagt, am Ende 10 Gebäude. Und es ist Folgendes dazu zu sagen. Ihr habt hier drei Produktionsstränge. Die laufen alle simultan, jeder für sich, aber natürlich nur, wenn auch ihr da etwas reingetan habt, ganz klar. Ja, bei Sonnenblumen steht dann Sonnenblumenöl, bei Raps Rapsöl und bei Oliven Olivenöl. Das versteht sich von selbst. Und hier seht ihr natürlich, was braucht ihr. Ihr braucht 200 Liter Sonnenblumensamen und daraus kommen 100 Liter Öl. Sonnenblumenöl. Dasselbe für Raps. Das Mischungsverhältnis ist bei jedem ein bisschen anders. Olive ist natürlich ein bisschen weniger, aber das ist eigentlich auch nur, weil die Summe halbiert ist. Ja. Es geht dabei noch wichtig ist zu wissen, ihr müsst hier, seht ihr schon mal im Status, es fehlen also die Güter. Es wird gar nichts hergestellt. Bei allen drei Strecken nichts. Wir haben ja auch nichts drin. Woher soll es kommen? Dann habt ihr den Zyklus pro Stunde. Das heißt, zwei Zyklen werden in der Stunde verarbeitet. Das heißt, zum Beispiel bei dem Oliven jetzt, ihr müsst zweimal 100 Liter im Tank haben, also hier im Vorrat. Dann werden 100 Liter, also zweimal 50, 100 Liter Olivenöl hergestellt in einer Stunde. Na, zwei Turnusse. Das ist ein Turnus und zwei Turnusse ist also dann das Doppelte. Es gibt, glaube ich, nichts mehr als, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, als zwei oder drei. Manche haben auch plus einen Zyklus, müsst ihr halt schauen. Ne? Das sind die Kosten pro Stunde für die Olivenproduktion. Dasselbe habt ihr hier, das sind es auch 2 Euro. Und dasselbe ist hier auch 2 Euro. Das heißt, das ganze Gebäude kostet euch in der Stunde, wenn es angeschaltet ist. Und das angeschaltet seht ihr an diesen roten. Wenn ihr hier auf deaktivieren geht, sind die Produktionsstrecken abgeschaltet. Okay. Aber ich sag mal so, wenn ihr alle, ich lasse mal die BGA raus, weil die BGA kostet 1,5 Millionen. Ich konnte sie nicht kaufen und ich konnte es nicht überprüfen, was dort ist. Da habt ihr aber auch nochmal was zum selber rausfinden. Wenn ihr alle neuen Produktionsgebäude gekauft habt, habt ihr am Tag Kosten von ungefähr 1.100 Euro. Diese 1.100 Euro sind für das, was das hier eigentlich veredelt wird, allein schon ein Produktionsstrang, sage ich mal, absolute Peanuts. Na? Betrachtet es einfach, lasst es auf an, betrachtet es einfach als
Grundsteuer, als Managementgebühren, als Strom, als Wasser, als Sicherheit. Vielleicht habt ihr noch einen Wachdienst laufen, der eure Anlage bewacht. Oder als sonstige Gebühren, die das Land oder die Stadt verlangt, hier Gewerbesteuer etc. Lasst es einfach laufen. Es sind wirklich Peanuts. Ihr müsst da nicht immer anschalten. Außerdem, wenn ihr mal wirklich in Eile seid und ihr ladet da 30.000 Liter Rapsöl ab oder Raps und ihr vergesst es anzuschalten, ärgert ihr euch am nächsten Tag, dass nichts gelaufen ist. Na, das ist einfach schade drum. Zumal die Produktionszahlen ja auch jetzt nicht wirklich so gravierend sind. Ne? Ihr tut hier am Tag 7.200 Liter Raps verarbeiten. So, nun stellt euch mal vor, ihr habt ein Feld, wo ihr 50.000 Liter runterholt, dann seid ihr froh über jeden Tag, wo das Gerät hier läuft. Ja. Ihr habt natürlich noch die Möglichkeit, selber eigene Fabriken hier zu platzieren, auf der Karte, an geeigneter Stelle oder wo ihr wollt. Es ist ja im Baumenü alles vorrätig, da könnt ihr gerne noch erweitern. Aber das ist das, was es ist. Lasst es einfach laufen. Wie gesagt, alle neuen Fabriken kosten euch 1.100 Euro am Tag, Dollar, Pfund, was auch immer ihr für eine Währung habt. Und selbst wenn sie mal leer stehen, das sind wirklich Peanuts. Ich bin sicher, ihr geht da konform damit, dass das wirklich keine große Summe ist. Ich habe es extra mal ausgerechnet. Die Werte schwanken ein bisschen bei der Abbuchung, das muss ich auch sagen. Ich hatte 47 und 48. Rein rechnerisch kam ich, glaube ich, auf 44 oder 45 Euro eigentlich bloß pro Stunde. Aber wer weiß, vielleicht habe ich mich irgendwo vertan. Fehlerquellen sind ja manchmal auch möglich. So, dann habt ihr hier zum Beispiel auch noch die Spinnerei. Dann bringt ihr einfach, was bringen wir hier hin? Gute Frage. Spinnerei bringen wir, ich kaufe die einfach mal. Und dann werden wir es gleich sehen. Hey. Ihr bringt nämlich hierher Wolle. So, schauen wir rein, stimmt's? Jawohl, Wolle oder Baumwolle. Na, Baumwolle bringt ein bisschen mehr auf den Liter gesehen. Na, 60 zu 30 und hier haben wir 60 zu 36. Produktionskosten sind ein bisschen höher. Das entspricht also 240 Euro allein für dieses Gebäude pro Tag. Und ihr habt zwei Zyklen. Aber der Stoff bringt euch richtig viel Geld. 1000 Liter Stoff werden, glaube ich, mit 10.000 Euro gehandelt. Ich weiß jetzt nicht, ob es der höchste Wert ist, aber das ist ein Wert, der mal in der Tabelle stand. Und das macht natürlich dann schon den feinen Unterschied aus. Gut, aber das soll es auch erstmal für die Produktion sein, denn ihr, wie gesagt, habt hier 10 Gebäude. Die WGA ist das teuerste mit 1,5 Millionen. Alle anderen bewegen sich irgendwo zwischen 50.000 und ich sag mal 100.000 irgendwas. Also nicht allzu teuer und das ist absolut machbar. So, den Fuhrpark haben wir behandelt, als auch den Starthof haben wir behandelt. Aber wir haben hier noch andere Höfe. Und da müssen wir mal kurz auf hier auf Land schalten. Denn ich bin zum Beispiel der Meinung, dass das auch ein Starthof sein kann. Ihr habt hier Gebäude und ihr habt hier drei Felder. Na, da hätten wir zum Beispiel den Hof Nummer 2. Dasselbe habt ihr unten, Hof Nummer 3. Auch gut geeignet, Preis her. Sind sie so ähnlich wie unser Starthof? Unser ist natürlich der preiswerteste. Vielleicht aber nicht unbedingt das schönste. Deswegen habt ihr hier dann hinten noch den vierten Hof. Das sind dann vier kleinere Felder, aber ich glaube, von der Fläche her passt das genauso und vom Preis her ist es auch dasselbe. So, der vierte Hof. Und hier hinten wäre natürlich, was wer Forst mag und Landwirtschaft ein bisschen das kombinieren will, ist das vielleicht eine Möglichkeit. Hier vielleicht sogar noch Fläche, um Kühe oder irgendwas hinzustellen. Also, das wäre dann schon der fünfte Hof. 1, 2, 3, 4, 5, jawohl. Und der sechste Hof, würde ich sagen, kann man das nehmen. Ist der teuerste mit 470.000 rund, aber die Felder sind meines Erachtens auch ein bisschen größer. Ihr habt auf alle Fälle auch Waldfläche und natürlich eine super chillige Region hier. Ne? Hier am Freeway, Highway entlang. Also das ist eine ganz nette Strecke. So, das soll es aber erstmal davon gewesen sein. Ich würde jetzt gerne in meinen Pickup zurückspringen und würde euch gerne etwas zeigen. Denn wie gesagt, ich suche immer gern auf den Karten die kleinen Schmankeln. Und die kleinen Schmankeln sind manchmal was ganz Feines. Und ich würde sagen, wir sehen uns gleich wieder, wenn ich dort bin. Denn wir müssen ein Stück dafür fahren. Also bis gleich. Ja, und wir sind fast angekommen. Ein kleines Stück ist es noch. Ich bin mal hier. Hallo. mein Fahrstil mal bitte nicht beachten. Ich bin mal hier wieder reingesprungen, weil es einfach so schön ist, die Karte. Die ganzen Häuser, die ganzen kleinen Dinge, die es hier zu entdecken gibt. Und dann hat man nämlich hier oben jetzt eigentlich einen Parkplatz. Und dann würde das eigentlich hier mehr oder weniger zu Fußwegen werden und so eine Art Naherholungsgebiet werden. Und wir haben hier eine uralt verlassene Scheune. Ja,
die Scheune des Grauens vielleicht, keine Ahnung. Wir können auf alle Fälle mal ganz kurz hier schauen gehen. Da ist wirklich nichts mehr möglich. Aber was wir hier wieder haben, ist zum Beispiel das. Und das ist so ein kleiner Holztankanhänger als Spielzeug. Ihr erinnert euch, wir hatten das unten bei der Verladestation. Da war ein Mähdrescher, glaube ich. Ich weiß gar nicht, ob wir bei der Bäckerei waren. Waren wir bei der Bäckerei? Da hat man das ja auch. Na, hier. Ihr seht also, da ist einiges im Argen, oder was heißt im Argen, in der Sache, was man vielleicht rausfinden müsste. Und wie gesagt, es hat bis jetzt noch keiner vorgestellt. Ich finde das ein bisschen schade, weil das ist so ein kleines Gimmick auf der Karte. Das Kornlabyrinth. Und hier ist der Start. Ja, das Maislabyrinth. Und hier drüben stehen die Regeln. Also, nicht schreien. Denkt dran, der Mais hat Ohren. Nicht rennen im Labyrinth. Und wenn du verloren gehst, keine Panik. Ein Team von Experten sucht jeden zweiten Donnerstag das Maisfeld durch. Ja. Hammerhart. Das ist ein kleines Labyrinth. Ich bin schon mal durchgelaufen. Wenn man alle Fehler mitnimmt, ja, ich sag mal, 2-3 Minuten bist du ganz locker durch, wenn du läufst. Wenn du ein bisschen schneller läufst, dann kann es sein, dass es auch schneller geht. Als kleiner Hinweis, der Ausgang ist natürlich unten im Süden. Aber es ist wirklich nett gemacht und natürlich kann man auch ein bisschen durch den Mais durchschauen, wenn man, besonders wenn man sich am Rand befindet und weiß, dass man dann dort auf jeden Fall falsch ist. So, ich war hier noch nicht oben, deswegen würde ich mal gucken gehen, ob es hier oben vielleicht irgendwas Verstecktes gibt. Ja, nicht runterfallen, Hilfe. Wie weit müssen wir denn noch? Ja, ein Stück noch. Upsala. Und da sind wir da. Mal sehen, ob es hier wieder eine Figur oder irgendwas gibt. Nö. Was ist das hier? Die Feuerwacht. Ist das so ein Feuerturm? Typisch in Amerika? Na, könnte vielleicht sein, dass es so ein Feuerturm ist, aber ich denke eher, das ist einfach nur ein Aussichtspunkt. Und wir haben hier wieder ein Fahrzeug. Was haben wir hier? Besen. Wunderbar. Ja, Achtung! Ja. Ich will nicht zu viel verraten, deswegen, geht auch nicht hier hoch, macht erst das Maisfeld und geht dann hier hoch. Es ist wirklich schöner so und ich kürze das mal ab, dass ihr das Maisfeld dann auch genießen könnt. Ist wirklich schön gemacht, kann man nicht anders sagen. Okay, was haben wir noch Schönes? Die Höfe haben wir, die Freiflächen. Ja, Freiflächen, es gibt ein paar, zum Beispiel, wo war denn das? Also was heißt Freiflächen? Freiflächen ist vielleicht zu viel gesagt. Aber es gibt schon die ein oder andere Möglichkeit, also jetzt, wo man vielleicht was hinmachen kann, aber als Freifläche würde ich es jetzt nicht unbedingt betiteln. Na, das wäre vielleicht zu viel gesagt. Hier drüben ist natürlich dann das. Ne, das war die Anlage. Ne, weiß ich jetzt nicht. Weiß gar nicht, habe ich überhaupt eine Freifläche gesehen? Kann ich mich gerade so nicht wirklich erinnern. Würde ich mal mit Nein beantworten. Gut, was haben wir noch Schönes? Verkaufspunkte, Früchte, Tabellen. Ja, das können wir noch mal reinschauen. Ihr habt also hier die Leisterklemmer nochmal, ihr habt also hier die normale Karte, dann habt ihr hier eure Helfer, seht ihr hier auf diesem Bereich, so würde ich das jetzt mal, beziehungsweise alles, was an Fahrzeugen hier rumsteht, so würde ich das mal deklarieren und wir nehmen auch mal alles wieder rein, dass ihr das seht, na, also es wird wirklich alles angezeigt und auch die Fahrzeuge von euch und ja. Dann ist es hier der reine Fahrbereich, also sprich alle Fahrzeuge werden euch hier angezeigt, ganz einfach. Dann habt ihr hier den Jahresplan, den Wachstumskalender, ganz einfach. Wir starten immer im August, finde ich ein bisschen blöd, aber ist so. März, April, Mai wäre vielleicht besser. Und ihr seht, wenn ihr jetzt hier was anpflanzt, also das Grüne, das wird alles aus dem nächsten Jahr. Ja, also, ja, ich weiß nicht, was ihr dieses Jahr machen wollt. Könnt ihr das vorbereiten und dann könnt ihr aufs nächste Jahr warten. Müsst ihr euch was anderes suchen, könnt ihr Lohnaufträge machen. Ja, ist vielleicht nicht so ideal gewählt. Aber okay, dann ist das so. Und natürlich haben wir hier die ganzen Früchte dafür. So, dann haben wir hier die Wettervorhersage. Wie wird es die nächste Zeit? Was ist Bodenfrost etc.? Die Lufttemperatur, Regen, Sonne und so weiter. Dann haben wir hier natürlich die ganzen Produkte, die es gibt. Ne? Ihr habt hier die Marktpreise. Findet ihr hier Preise pro 1000 Liter, ganz klar. Und dann habt ihr natürlich auch hier, wenn ihr zum Beispiel mal Fertigprodukte habt, wir haben Wolle oder Baumwolle hergebracht und ihr seht, das ist natürlich eine erhebliche Steigerung. Ne? Wenn wir mal Wolle nehmen mit knapp 2000 pro Liter und Baumwolle mit 3 und wenn wir das hier ummodeln,
Da sind wir schon bei über dem Doppelten. Und deswegen sage ich, ihr könnt die Fabriken laufen lassen. Das lohnt sich auf jeden Fall. Also das ist eine heftige Sache. Und leider habe ich keine Kleidungsfabrik gefunden. Das ist natürlich dann nochmal heftig. Also wenn das auch 1 zu 1 ist, vielleicht 1 zu 2, dann ist das schon heftig. Wahnsinn. Also ja. Dann habt ihr hier, wie gesagt, Müsli, ihr habt hier Möbel, Gülle und das Ganze. Na, ihr seht auch dann, wo es hinkommt. Na? Und ja, das ist es einfach. Kalk gibt es keinen Verkaufspunkt, aber es gibt einen Punkt, wo ihr es kaufen könnt. Ne, den hatte ich ja gezeigt. Und die Steine natürlich beim Steinbrecher, da gibt es für 1000 Liter 163 Euro. Also es ist schon was, aber ihr werdet natürlich auch eine Zeit lang brauchen, bis ihr da vielleicht 1000 Liter Steine habt. So, das ist euer Fahrzeugpark, was momentan euer eigen ist und den Wert dazu. Der Startwert hier beträgt 490.000 Euro rund, Dollar oder Pfund. Und natürlich eure Bilanz hier, ja. Baukosten 140. Achso, das sind die Gebäude, die ich gekauft habe, wahrscheinlich. Ja. Okay, das ist das. Dann habt ihr hier das Tiermenü. Weil wir keine Tiere haben, haben wir natürlich da auch nichts drin. Und natürlich die Verträge. Na? Ihr habt hier auch das schön die Größe des Feldes angegeben. Und wenn ihr könnt natürlich auch wieder die Maschinen nehmen, die euch die Besitzerin anbietet. Oder ihr nehmt eure eigenen. Das Ersparnis ist natürlich nicht wirklich viel, aber es ist halt was. Wie gesagt, hier wieder eure Fabriken. Na? Dann haben wir hier nochmal ein paar Statistiken, wie lange ihr im Spiel seid, etc. etc. Und hier habt ihr natürlich eure Einstellungen. Hier könnt ihr Spritverbrauch, soll Treibstoff gekauft werden oder Helferbetankung, etc. Schwierigkeit, Wirtschaft, na, könnt ihr auch nochmal anders einstellen. Speichern, etc. 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 Dann hier verschiedene Einstellungen, was Feldinfo angeht. Wollt ihr die Feldinfo? Dann, Richtungswechsel beim Schalten, muss ich erst einen Knopf drücken, dass ich rückwärts fahre oder vorwärts oder wie auch immer. Dann Gangschaltung oder Automatik. Na, habt ihr verschiedene Sachen hier. Motor, Drehzahl, Tachoanzeige oder lieber Geschwindigkeit und so weiter und so fort. Dann verschiedene Prozente für die Lautstärken von den Geräuschen, Musik etc. Na. So, dann habt ihr hier nochmal die Tastenbelegung. Könnt ihr euch gerne umlegen, wie ihr das wünscht. Und hier unten nochmal ein kleiner Einmal nach, wenn ihr was wissen wollt. Wie verdiene ich hier zum Beispiel Geld? Werden euch Tipps gegeben oder wie kann ich Geld ausgeben? Dann alles zum Gras, zu Früchte, Baumwolle, was ist mit Schnee, wie sieht es mit Tierarten hier aus? Ne? Also mir gefallen ganz besonders eigentlich die Schafe, die sind wirklich schön geworden. Bei den Schweinen, ich bin mir da nicht so sicher mit dem Augenbereich. Also ja, ist schon, aber mir gefällt es nicht wirklich. Aber das ist halt Geschmackssache. Dann vom Bäumchen zum Hackschnitzel, was muss ich machen? Allgemeine Sachen, ja, Symbole, erklärt was, wann, wie, wo. So, ich schaue nochmal. Ansonsten hat die Karte keine Besonderheiten, außer wie gesagt das Labyrinth. Das finde ich zum Beispiel eine ganz nette Sache, hat bis heute noch keiner vorgestellt. Ich fand es richtig klasse. Ich finde es gut, dass wir endlich Produktion haben. Und ansonsten, was sei noch gesagt? Wie gesagt, das ist eine Karte von Giants. Da wird noch Updates kommen aufgrund dieser ganzen Sache, die wir hier hatten mit dem, na, mit dem hier zum Beispiel. Das wird sich alles noch ändern. Wenn ihr hier zum Beispiel an die Grenze hier kommt, na, ihr kriegt hier, wie gesagt, die Warnung. Das habe ich euch nicht gezeigt, aber ihr kriegt ungefähr 30 Meter, bevor ihr auf die Alpha-Wand aufschlagt. Kriegt ihr Kreuze angezeigt. Rote Kreuze in eurem Sichtfeld. Ihr seht das eindeutig. Das ist eindeutig zu erkennen. Auch wenn ihr hier ranfahrt, dann abbremsen. Ansonsten prallt ihr gegen die Alpha-Wand. Ja, wer das mal testen will. Ansonsten eine sehr schöne Karte. Elmkrieg, Mittelamerika. Wunderschön. Ich habe es nicht erwartet, dass sie so schön rüberkommt, aber sie ist wirklich gut gemacht. Gefällt mir sehr auch mit diesem Highway mal was los auf einer Karte. Ne? Dafür ist der Zug etwas kürzer gekommen, aber ich bin auch nicht unbedingt jener, der den Zug wirklich wahnsinnig viel nutzt. Und für das, was es sein soll, den Transport von verschiedenen Sachen. Na, hier sind also diese Zugmietpunkte. Ihr seht das nochmal. Und hier vorne ist dort, genau. Und da springt er einfach hin. Und ich kann es ja nochmal zeigen. Dann drückt er hier drauf. Wir machen mal das Menü auf. Und ich habe ihn schon gemietet. Der ist 2,1 Kilometer weg. Das heißt, es wird eine Minute dauern. Ich weiß auch nicht, von wo er kommt. Lassen wir uns überraschen. Aber ich schätze mal, er wird von rechts kommen. Und dann ist es das. Ja. Haben wir noch gemietet? Ja.
Und wie gesagt, wenn ich den jetzt schon zurückgeben würde, hätte ich jetzt schon 6 Euro, ne, für die 400 Meter, die er gefahren ist. Also ihr seht, mietet man wieder an und dann wird er irgendwann kommen und dann ist es so. Ja, ansonsten sage ich viel Spaß hier in Mittelamerika. Wie gesagt, es soll keine reelle Region sein. Es sind verschiedene Aspekte aus dieser Region hier eingefügt. Und ja, bevor der Zug hier kommt, wir springen nochmal hier rein und ich fahre nochmal hier querfeld ein. Denn ich will euch nochmal was zeigen. Das ist nämlich so ein gewisser Kontrast. Und jetzt mal bitte nicht darauf achten, wie ich fahre. Denn es ist eigentlich nur zum Abkürzen gedacht. So, damit ihr das halt, damit ihr das einfach mal seht. In der Zwischenzeit wird dann auch der Zug da sein. So, und hier laufen eben die Leute lang, weil das hier einfach so ein Naherholungsgebiet sein soll. Und ich fand es wirklich schön, wo ich das hier entdeckt habe. Das ist auch noch so eine richtig nette Sache. Wie so ein kleines Tal, ein bisschen bergig hier. Und auch diese Treppen könnt ihr alles begehen. Das Wasser, da könnt ihr nicht einsinken. Das ist eine glatte Oberfläche einfach. Das hat sich da Giants einfach gemacht, sage ich mal. Ist vielleicht auch das Neue, dass man da nicht mehr einsinken kann und die Fahrzeuge so versenken kann. Vielleicht hat man da aus den 17er und aus dem 19er gelernt, weil es ja doch immer wieder Menschen gibt, die da gerne auf den Karten Chaos anrichten. Ja, und natürlich habt ihr auch hier die Möglichkeit, euch hier jede Menge Rollenspiele einfallen zu lassen. Ein geheimes Treffen hier in der Schlucht, was keiner wissen soll. Ja. Ein kleiner Wink an McManus oder sowas in der Richtung. Ja. Okay. Das soll das hier gewesen sein. Und wir schauen nochmal, unser Zug ist angekommen. Ja, und dann steht er hier. Und die Schranken sind unten, die Autos warten. Und da können wir Gas geben. Und dann könnt ihr den einfach losfahren. Aber ich denke, ihr wisst, wie das funktioniert. Das ist genau dasselbe wie in den anderen Spielen auch. Und ich steige einfach mal aus. Und ja, können wir den Zug zurückgeben? Jetzt nicht mehr. Aber wir können wieder drauf springen, denn er gehört nämlich noch uns. Und ich würde sagen, ja, es wird heute eine längere Folge auf jeden Fall. Aber ich glaube, das ist der LS22 uns auf alle Fälle wert. Denn er ist wirklich ein Schmankel. Er hat sich nochmal gegenüber vom 17er zum 19er nochmal verbessert. Grafik. Es haben Produktionen den Weg hier reingefunden und Entschuldigung. Ja, und das ist es einfach. Und jetzt sind wir rausgeflogen und natürlich werden wir das jetzt verkaufen, wenn wir was drin gehabt hätten. Die ganzen Kosten waren 48 Euro und wir haben ein bisschen rumgedattelt, ihr habt es gesehen. Also wenn wir das als Überladen nutzen würden, wäre es natürlich dann dasselbe. 50 Euro ist gar nichts. Okay, Freunde, das soll es gewesen sein. Etwas lang, etwas zu ausführlich vielleicht, aber mir ist es das wert. Und wem es gefällt, der weiß jetzt auf alle Fälle mehr und hat auch ein paar kleine Gimmicks gefunden. Übrigens, in dem Maisfeld ist auch noch ein Gimmick zu finden. Viel Spaß dabei. Also, das war's von meiner Seite. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wenn es gefallen hat, gerne ein Abo, ein Like, ein Kommentar. Und dann sage ich bis zur nächsten Vorstellung. Auf bald und ciao, ciao.